Hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Chaspyro. Ich habe mich heute mal dazu entschlossen, ein Feuerwerksreste-Video zu machen von 2014, 2015. Wie gesagt, es sind sehr viele Reste. Als erstes werde ich mal euch erzählen, warum ich so viele Reste habe. Und dann würde ich sagen, fangen wir da gleich mal an. Und zwar hat es so angefangen, dass wir haben mit Freunden gefeiert und wir hatten halt noch einen Kumpel dabei, der hatte halt in Anführungsstrichen, sage ich mal, etwas andere Brille dabei. Und dann war ich mit dem mal draußen, haben mit dem schon mal ein bisschen gezündet und dann hat er halt versucht, den Ballon erneut zu zünden, da dieser Anführungsstrichen etwas andere Böller nicht gezündet hat. Hat er ihn erneut gezündet. Ich habe ihm Licht gegeben, weil es war schon dunkel. Dann ist der Böller frühzeitig gezündet. Immer so, aber auch mit BKS, also Blitzknallsatz. Und so weiter. Ich werde auf den Böller jetzt nicht weiter eingehen. Und auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen Glück gehabt, aber der Kumpel von uns, das Feuerzeug in seiner Hand war komplett kaputt. Dann die Hand war leicht geprellt. Und dann kleine Stücke vom Feuerzeug sind in seinen, wurden weggesprengt, in seiner Haut waren die drin. Und das war erstmal ein Riesenschock von dem Blitz. Ihr habt es ja immer so bei den Blitzknallsatz, habt ihr den Blitz, so ein helles Erleuchten. Wenn die ganz nah dran steht, ich stand ja erst wirklich einen Meter entfernt, ich habe gar nichts mehr gesehen, ich war wie erblindet. Bin ich schon reingerannt und hab dann halt gesagt, dass der Böller frühzeitig losgegangen ist und wir haben erstmal geguckt und also mein Kollege, der hat geschrien und dann konnte ich nach einer Zeit wieder richtig sehen. Es hat durch und durch gefiebst, ich habe total gezittert, ich weiß gar nicht, was für ein Schock ist. Und ich war erstmal total geschockt davon und ich hatte gar keinen Bock in diesem Moment noch was zu zünden. Ich denke mal, das könnt ihr euch auch vorstellen. Und ich habe dann halt nur noch ein bisschen was gezündet mal und ich war total geschockt. Nach ungefähr einer Woche ging das auch mit meinen Ohren. Und der Kollege, der hatte länger zu tun mit seinen Ohren im Monat. Und mit ansonsten, es war nichts. Also die Hand war leicht geprellt und es waren ein paar Teile, ein paar Splitter vom Feuerzeug in der Haut, aber das ging auch. Er hat echt noch Glück gehabt, ich genauso. Und deswegen auch, ihr könnt das ruhig machen mit dem Pullenzeug. Erstens fängt ja schon da an, dass ihr es nicht in Deutschland macht. Also ist alles euch überlassen, aber es ist nur so ein Tipp von mir. Und am besten ist, wenn ihr es gar nicht macht, aber wenn ihr es macht, ich hab grundsätzlich auch nichts dagegen. Nur ich will mit anderen Feuerwerk außer Deutschen nichts mehr eigentlich zu tun haben. Und also passt auch echt auf. Und ja, das war's dazu erstmal. Jetzt wisst ihr, warum ich so viele Reste noch habe. Und dann kommen wir jetzt zu dem anderen Teil, schließen den Teil ab und gehen jetzt zum Feuerwerk rüber. Dann fangen wir, würde ich sagen, mit den Raketen an. Und dann hätte ich als erstes dieses schöne Sortiment hier. Ultimate Mix. Sehr schönes Sortiment, 6,99 glaube ich, wenn normal gekostet. Jo, 6,66 €. Und jetzt gucken mit der Kamera, dass ich alles so drauf komme. Oben habt ihr schöne Zerlegerraketen, die sind echt Bombe. Also schon allein für die Raketen lohnt sich das. Haben auch ein paar von euch unter das Video von dem Ultimate Mix, was ich hochgeladen habe, geschrieben, dass sich allein für die Raketen lohnt. Also das stimmt wirklich, guck mal, ihr habt 1, also 2, 4, 6, 8 Raketen. Und dann habt ihr, geht es dann weiter, dreimal Knallteufel, sowas habt ihr immer, aber
Ich meine, 666, da könnt ihr wirklich nichts falsch machen hier. Knatterblitze. Hier habt ihr zweimal, dann vier Elemente, auch eine tolle Batterie. Batterie sage ich schon, Fontäne. Dann habt ihr hier nochmal eine andere. Weiß gar nicht, welche es ist. Dann hier zweimal Pyro-Cracker. Einmal Debeler. Zweimal Packet-Cracker. Ne, viermal. Und ja, genau, und viermal Packet-Cracker. Ja, dann habt ihr eigentlich wie in jedem Sortiment nochmal diesen Anzündstäbchen. Ja, also ist echt ein sehr cooles Sortiment. Das hatte ich dann einmal. Und dann noch das zweite Mal. Ja, genau, jetzt sieht man es nochmal. Das ist die Mini Choco. Da könnt ihr es sehen. Also ist echt ein tolles Sortiment. Kann ich euch empfehlen. So, dann machen wir weiter mit Rocket Ready. Ist ein echt geiles Sortiment. So, hier. Zack. Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit der Kamera. 19,99 €. Echt cooles Sortiment. Ihr habt 25 Raketen. Das passt auch wieder. Das sind echt coole Raketen hier. Hier oben habt ihr die Wing Rockets in verschiedenen Farben. Lemon, Queen und habt ihr nicht gesehen. Dann habt ihr hier die zum Beispiel die Turbo oder Flash in verschiedenen Farben und hier die Burst. Kleinere, aber selbst die sind echt total geil. Cooles Sortiment, das habe ich noch eins. Zwei. Dreimal. Ja, dann machen wir beim nächsten Raketensortiment weiter. Würde ich sagen, bei den Metal. So. Hier das Metal Pad Sortiment. 9,99 € hat es gekostet. Schon eingestaubt. Jo, hier habt ihr neun Raketen drin. Kann ich euch grundsätzlich auch echt empfehlen. Hier fette Raketen, aber es hat mich ein bisschen enttäuscht. Es täuscht auch hier. Mit den großen Raketen. Das kennen wir auch von Weco. Riesen Rakete und dann ist halt so eine kleine Bombette. Also was heißt Bombette? Halt so ein, ja. Die sind trotzdem geil. Wobei muss ich sagen, für den Preis finde ich, das ist meine Meinung, würde ich mir lieber Rocket Ready holen, aber ich meine, das würde ich mir trotzdem noch holen, aber ja. So, dann habe ich hier noch lose Raketen. Hier noch ein paar von Rocket Ready und ja, Wing Rockets habe ich hier noch und so. Hier ist nochmal eine. Ja, dann habe ich hier nochmal ein Sortiment. Also das Sortiment ist halt so gemischt. Hier habe ich hinten nochmal ein Metalhead. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Hier hinten hier. Hier ist Metalhead noch ein bisschen was. Hier noch kaum Raket. Dann habe ich hier unter anderem Donnerhall. Echt eine geile Rakete. Ohne schön mit, oben schön mit Holzstopfen zugemacht. Die habe ich von so Feuerwerksladen von uns, da hatte viele Raritäten, darunter echt geil, ne? Ja, da habe ich auch ein bisschen was geholt, genau, ja, das war soweit zu den Raketen, wie gesagt, hier auch nochmal bunt gemischt alles und, ja, genau, dann sehen wir uns bei den Leuchtartikeln gleich wieder. So, dann angefangen jetzt bei den Leucht. Ja, sagen wir gleich mal Leuchtspektakel, da ich jetzt nur noch das Leuchtspektakel habe. Da hatte ich mir das 5-mal gekauft, habe ich jetzt noch 3-mal. Ja, ich werde es jetzt nicht jedes einzeln vorstellen, ist ja logisch, ist alles das gleiche. So, Leuchtspektakel, echt geiles Sortiment, ich glaube, wie viel kostet es? 3,99 €. Wenn ich mich nicht täusche,
Ist ein neunteiliges Sortiment, echt schön. Ich habe hier unten ein kleines Röhli. 5 Schuss. Hier die Feuerbatterie. Und dann hier Höllen. Höllenzauber, hier, genau. Das ist genau das gleiche wie Feuerbatterie, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann hier die Chrysanthemenfontäne. Hier die große Chico Chico. Zweimal Überraschungsvulkan von Wilco. Und dann hier die Quattro. Und dann hier ist noch eine, die. Das ist die. Ich kenne es gerade nicht. Auf jeden Fall ist hier noch eine. Die Luftikusfontäne hier. Genau. Das war's vom Leichtfeuerwerk. Da habe ich jetzt nicht so viel. Ja. Dann machen wir dann bei den Batterien weiter. So, jetzt fangen wir bei den Batterien an. Ihr seht, so gut wie gar nichts mehr. Ich hatte so viele Batterien. Ich hatte 10-mal Poison, 5-mal Bloody Mary, Alligator auch 5-mal, Black Eyes, Laser 2-mal, ich hatte Haufen Batterien. Ja, hab irgendwie alle verschossen. Ärgere ich mich ein bisschen drüber. Ja. Hier fangen wir mal an bei der Bloody Mary. Echt geile Batterie, habt ihr auch ein Produktvideo dazu. Ja, ich weiß nicht, das mit dem Code geht, wenn ihr den abscannt jetzt. Ich denke mal, es geht nicht, da könnt ihr euch das, glaube ich, angucken. Aber ich glaube, das geht nicht. Wenn, dann müsst ihr euch das gleich von der Verpackung abscannen. Echt geile Batterie. 20 mm. Effekthöhe 40 Meter. Ca. 25 Sekunden Branddauer. Echt eine geile 12-Schuss-Batterie. Er hat immer zwei Effekte, also die Bloody Mary. Ja. Dann die Poison, eine sehr bekannte Batterie. 2,99 beim Idel, bei Aldi zu erwerben. Ist bei Aldi Süd als Reno bekannt. Echt geile Batterie. Puh, was soll ich dazu sagen, kennt eigentlich jeder. Dann hier die Alligator, kennt auch jeder, die ist jetzt bei vielen nicht mehr so beliebt, aber ich habe sie mir dann noch trotzdem geholt. Ja, schöne Quecklin-Batterie, 3,99, ja, ist auch jeder kennt. Genau, die Bloody Mary hat auch 3,99 gekostet. Ja. Dann machen wir jetzt zu guter Letzt bei den Böllern weiter und dann sehen wir uns dort wieder. Dann machen wir jetzt bei den Böllern weiter. Ja. Genau so. Dann fangen wir hier an. Ja. Bisschen ältere Nico-Böller. ZD-Böller haben wir hier. Super-Böller. Also ja, habt ihr mal so einen D-Böller. Vorne zugestopft, Wandung nicht mehr so doll. Hinten die Wandung geht aber. Dann hier Packet Cracker, Pyro Cracker. Kann ich auch mal kurz aufmachen. Seht ihr, vorne zugestopft, hinten Wandung, echt geil. Mega Power Sortiment. Auch von Nico. Unten schöne Kubis, noch schön groß. Da wieder Ticket Quicker. Hier hinten sind noch Luftheuler. D-Beller sind hier noch. Pyro Cracker, ja. So. Ah ja, genau, dann habe ich noch was, hole ich mal schnell.
war nämlich gestern auch nochmal unterwegs mit ein paar Kollegen. Gestern war Halloween. Hier noch haben wir noch ein paar Flashbangs gezündet, da sind noch Biocracker drin. Hier noch endlich auch mega Power Sortiment, habe ich mal ein bisschen was geteilt. Ja, schöne Leber da drin, vorne wieder zugestopft, hinten Landung, schön. Hier noch Knallfrösche, die sind echt geil. Packed Cracker wieder dabei. Frische gleich mal aus. Ah, seht ihr, da habe ich eine Wing Rocket dabei. Ja, hier auch noch was, gehört nicht dazu. Color Boss. Dann habe ich hier noch was drin. Ah, hier nochmal Packet Cracker. Und nochmal Party Popper, gehört jetzt nicht dazu. So. Dann machen wir gleich bei den Kugis weiter. Müsst ihr auch wieder kennen, vom Lidl 99 Cent natürlich, so. Sieht man, die sind im Vergleich. Hol ich die gleich mal ran. Jetzt habt ihr was von meinem Gesicht gesehen, nicht schlimm. Übrigens, ich werde mich dann auch mal demnächst vielleicht zeigen. Genau. So, dann seht ihr schon diesen Unterschied. Den Größenunterschied. Ist echt ein großer Unterschied. So, also einmal Kugis, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal Kugis, hatte ich zehnmal geholt. Ja, dann machen wir gleich bei Kugelkirchen weiter. Habe ich hier sechs Packer. Könnt ihr sehen, von Keller, Wandung echt schlecht, dennoch schön hart, knallen eigentlich auch noch recht gut. So, wo wir beim Pürhöckern sind, machen wir gleich weiter. Ich hier noch 6 Schinken mit 320 Stück. Hier noch original verpackten, sind ganz billig bei Thomas Philips. Knallen tun sie auch noch. Und ja, hatte ich mir auch geholt. Dann hier Debeler. Mach ich auch mal einen raus. Ja, auch wieder schön auch. Die knallen auch recht gut. Wandung ist eigentlich recht okay, wenn man sich die mal hinten anguckt. Geht eigentlich noch. Die sind klein, die kann man ungefähr so mit den Nico vergleichen. Ah, genau, dann habe ich meinen Fuß hin. Bin in die Runde gefahren. So. Dann habe ich hier noch einmal Kracher Inferno von Lidl. Lass mich nicht lügen. Müsste. Ich weiß nicht, steht nicht drauf. Nee. Heißt gar nicht 2,99 gekostet haben. Auch ein cooles Sortiment. Hier Super Weller, Pyro Cracker, Riesenschiene Weller D. Ja, und Mini-Knaller halt. Die füllen das ganze Paket aus. 450 Teile. Davon müssten 130, glaube ich. Warte mal, wie viele Packungen sind das hier? 4. Ja, also davon sind 120 diese Mini-Knaller. Genau. So. Und dann habe ich hier noch Dynamite Bag 1,99, glaube ich. 50 Teile. Hier hat man aber auch keine Mini-Baller dabei. Also Mini-Knaller. Von Aldi. Ja, China Baller D. China Baller B. China Böller A, Pyrohöcker, Super Böller 1 und Betaben. Genau, dann machen wir hier weiter.
Da habe ich hier einmal die Reibkopfknaller von Keller. 99 Cent müssen die kosten, 190 Cent. Dann hier Crackling und Knall. Auch cooles Sortiment, Pyrocracker, Frösche und Powerballs dabei. Und hier noch eine Packung Flashbang. Yep. Genau, 10 Stück. Und dann habe ich hier noch in meiner Black Ice Verpackung. Ups, in meiner Black Ice Verpackung. Ach du Scheiße, Leute. Ich zeig's euch jetzt mal so. Also hier auch noch viel. Das müsste Klasse 1 Vulkan sein. Yep, Klasse 1 Vulkan von Nico zum Beispiel. Kann man hier Luft. Fällt's mir runter. Luftpfeifer von Muck Nico. Ja, Sachsenknaller. Frösche mit dem alten Warnzeichen. Ja, Kanonenschläge auch noch. Ne, die sind schon neu. Ja, dann hier. Oh ja, genau. Also hier Böller von Weco, Superböller. Dann noch zugestopft, noch ältere. Pyrocracker auch noch von verschiedene Marken. Hier dann noch ein bisschen was hier. Vier Elemente. Hier noch A-Böller. B-Böller. Hier noch richtig geile Frösche. Von was sind denn die? Ich gar nicht das hier mag. Noch mit grauer Lunte. Also ich bin jetzt gar nicht so der Raritäten. Da habe ich so immer keinen Jäger sein können. Auch noch ein älteres Sortiment von Nico. Hier noch mit Mok Nico drauf. Ja, hier unten noch Eisvögel, all möglichen Scheiß drin. Genau. Dann war's das eigentlich. Soweit von dem Video. Videos werden folgen. 1000 Abo Special wird's geben. Das ist gar nicht mehr so viel. Ich sehe die Abos steigen und das freut mich. Und also wenn ich die 1000 Abonnenten erreicht habe, wird das Special kommen. Und also es freut mich echt, wie ihr mich unterstützt und ich kann mich ich werde mich auch mal dafür bedanken mit dem Video und wo ich ein bisschen was zünden werde. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach ein Like da und ja, guckt weiter meine Videos. Echt geil, seid echt mega cool drauf und merkt euch schon unsere die Pyro-Szene auf YouTube, die verändert sich. Immer mehr zeigen sich jetzt und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch machen. Und dann werde ich noch alles wieder ins Regal räumen und genau, lasst es euch gut gehen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ich bin raus, bis dahin, ciao.